Freitagmorgen, kurz nach 8, und der Servicetechniker ist nochmal unterwegs zu seinen letzten Serviceeinsätzen für diese Woche. Ja, und heute gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Fahrerei. Ich bin noch total erledigt von meinen Renovierungsarbeiten sozusagen gestern. Ja, denn gestern Abend habe ich ja wieder gekocht aus Hänsler schneller Nummer, ja, also voll der Fake. Ich kann es echt nur nochmal betonen und wirklich von dem Buch abraten. Schnell und einfach ist anders, und ja, da wird es heute noch ein Fazit geben, auf jeden Fall. Und wieder jede Menge Umleitungen so Richtung Biberach, ne? Also ja, ist schon wieder ein bisschen nervig, aber ich hab's nicht so eilig heute. Und ich kann schon mal ankündigen, nach dem Auftrag komme ich auf jeden Fall bei TikTok wieder mit viel Mucke live. Nämlich dann, wenn ich Richtung Stuttgart fahre auf der A8. Also, dann stellt euch mal seelisch und moralisch wieder auf fette Beats ein. Jo, mittlerweile bin ich in Biberach eingetroffen, bin jetzt auch demnächst bei meinem Kunden. Hat der Kunde nicht wirklich eine Störung, sondern hat anscheinend zu viele TAE-Dosen und weiß nicht, wo sein VDSL-Signal rauskommt. Na, ich bin mal gespannt. So, was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist mein Argus, klare Sache. Ja, Signal gefunden, ist natürlich im ganz anderen Raum. Jetzt muss ich die Fritzbox hier erstmal umziehen. So, jetzt funktioniert soweit alles. Jetzt haben wir das Problem, dass man abgehend telefonieren kann. Eingehend geht nur nicht. Aber das macht in der Regel diese Acfeo-Anlage. So, erledigt. Wie man gesehen hat, war das ein Kindergarten. Und noch mit ziemlich viel altem Material habe ich jetzt alles soweit abgebaut. Ja, von unserer Seite hat jetzt auch alles funktioniert. Internet, Telefonie. Aber der Kunde konnte noch nicht erreicht werden auf seiner Anlage. Ja, da muss ich jetzt natürlich den Kunde drum kümmern. Und eventuell mal diese... ja, etwas veraltete Acfeo-Anlage austauschen, die sicherlich auch schon 10 Jahre alt ist, Minimum. So, ich fahre jetzt weiter. Und da jetzt so schlappe 130 Kilometer vor mir liegen bis nach Stuttgart, hole ich mir jetzt erstmal schön was zum Essen und werde mir die Fahrt dann entsprechend vertreiben, ne? Einen Moment bitte. So, mein Überleben ist gesichert bis nach Stuttgart. Ja,
Und denkt dran, ich komme gleich live via TikTok auf der Fahrt nach Stuttgart. Also. Bei herrlichem Wetter und 9 Grad fahre ich jetzt gerade Stuttgart rein und bin auch gleich am HVT. Und bei dem HVT war ich schon vor 2 Tagen und habe da schon gesagt, dass das, was der Netzbetreiber vorschlägt, nichts bringen wird, weil da einfach nur die Einwahl nicht funktioniert. Und der Netzbetreiber sieht es, dass die Zugangsdaten abgewiesen werden. Und was das im Port zu tun haben soll, ich weiß es nicht. Aber wenn es bezahlt wird, dann komm, scheiß drauf. So, ich stehe jetzt vorm HVT. In Stuttgart muss er erstmal rein, habe dann 0 Datenempfang und auch kein Telefonempfang, weil der unterirdisch ist, ja, und muss dort jetzt erstmal eine Einwahl nachstellen und ich bin mir ziemlich sicher, das wird nichts bringen, aber wir werden sehen. Ja, und jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass ich jetzt ein Ticket bekommen habe und zwar im Raum Tuttlingen und dass ich mir jetzt die Hardware hierher nach Stuttgart liefern lasse, habe jetzt aber keinen Empfang da unten, weiß also nicht, wann der Kurier anruft, ne? Das ist also alles ein bisschen scheiße jetzt. Ja, jetzt muss man alles mitnehmen, um eine Einwahl darzustellen, inklusive Strom, ja, weil da unten ist wieder Steckdosenmangel. Hey, hey, hey. So, ich bin im ÜVT meines Netzbetreibers. Ja, hier ist eine Bullenhitze, ich musste schon meine Weste ausziehen, abartig. Ja, und jetzt muss man meine Versuchsanordnung hier aufbauen, an diesem Schrank. Ja, ich bin ja gerade durch der HVT gelaufen. Jetzt muss man erstmal hier irgendwo Strom besorgen, weil in meinem ÜVT gibt es natürlich keinen Strom. Ne? Das heißt, wird total scheiße gelöst vom Netzbetreiber. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Verlängerungskabel bis hierher und jetzt habe ich Strom, jetzt kann ich arbeiten. So, jetzt haben wir meine Versuchsanordnung, bin auf dem Kundenport drauf, der hat auch schon DSL. Argus fungiert als Bridge, ja, und mein Laptop sollte jetzt eigentlich die Einwahl machen, macht's aber nicht. Jetzt muss ich ja schon Netzbetreiber anrufen. So, jetzt habe ich längere Zeit Netzbetreiber telefoniert, habe aber immer noch nicht so einen richtigen Plan, was ich jetzt tun soll. Jetzt habe ich noch eine Möglichkeit, wenn die dann auch nicht funktioniert, dann LMAA, ne? Mann, oh Mann, das entwickelt sich schon zum Freaky Friday heute. Weil mein Kurier hat auch noch nicht angerufen, der ist ja aus Stuttgart. Eigentlich müsste das ratzfatz gehen, aber nichts gehört. So, und jetzt werden wir den Port tauschen. Ja, und zwar ist der Kunde hier auf dem Dreier. Und jetzt werden wir auf eine komplett andere Karte tauschen, nämlich hier auf die auf diesen Stift hier, 9.1. Boah, ich muss kurz andere Telefon nehmen. Ich bin kurz vorm Durchdrehen. Ich hänge jetzt genau 17 Minuten mit dem Netzbetreiber in der Warteschleife, weil er die Fachgruppe nicht erreicht. Also ich bin echt kurz vorm Eskalieren, ey. Also wirklich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, hey. Echt Freaky Friday, ey. Jetzt habe ich über 20 Minuten in der Hotline gewartet, weil die Fachgruppe nicht erreichbar war. Und jetzt haben die plötzlich eine Einwahl, ja, obwohl ich eigentlich nur drauf bin und keine Einwahl habe. Also, ne, keine Ahnung. Boah, hey, nix wie weg hier jetzt. Also das hat mich jetzt wieder Zeit gekostet ohne Ende und keiner hat irgendwie was geblickt. Also, Mann, Mann, Mann. So, jetzt habe ich noch eine Störung. Ja, jetzt musst du noch ein paar Dinge glatt ziehen in der Story und jetzt müsste wieder alles passen. Ja, als ich zwischendurch draußen war, habe ich dann auch noch den Kurierfahrer rumschlappen sehen und habe jetzt Gott sei Dank meine Baugruppe hinten drin liegen für die nächste und letzte Störung heute. Und nochmal kurz zu der Störung.
ich war jetzt über 20 Minuten in der Warteschleife und hatte dann irgendwann die Fachgruppe dran. Und die sagen zu mir, sie hätten jetzt eine Einwahl. Dann sage ich, ja, pf, woher die kommen soll, ist mir aber nicht klar. Weil ich war auf dem Port drauf und hatte keine Einwahl. Also wieder ganz kurios. Ist mir jetzt aber mit Verlauf auch scheißegal. Und ich fahre jetzt, wie gesagt, zur letzten Störung in den Raum Tuttlingen. Also so praktisch Feierabendticket nach Drossingen. Da muss ich noch eine Baugruppe tauschen in einem ÜVT. Also, gib ihm. Und jetzt kann ich ein bisschen chillen hier vor Böblingen-Sindelfingen. Da ist natürlich wieder Stau, ist ja klar. So kurz nach 3 Uhr am Freitagmittag. Ja, Julian, vielen Dank für den Umleitungstipp da bei Grauchenwies. Nächstes Mal werde ich das auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, danke. Und wie gerade angekündigt bei TikTok Live, ne, ist hier natürlich nochmal kurz vor Schönbuch ein bisschen Gequetsche, ne? Völlig normal. Ja, noch eine kleine Verkehrsinfo vom Servicetechniker auf der A81 in Richtung Stuttgart. Zwischen Rottenburg und Herrenberg, da hat es wohl geknallt und da staut sich jetzt wirklich alles. Also, wer die Möglichkeit hat, das Ding zu umfahren, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Du Scheiße, hier stehen sie immer noch. Also, ich bin jetzt schon wieder 3-4 Kilometer nach der Autobahnausfahrt Rottenburg. Und hier steht immer noch alles auf der Gegenrichtung Richtung Stuttgart. Also, echt krass. Wow, 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 immer noch hier alles stehend auf die Gegenfahrbahn und ich bin jetzt auch schon wieder echt ein paar Kilometer gefahren. Also wirklich der Wahnsinn. Also wer das irgendwie umfahren kann, macht's, weil sonst steht er hier echt ewig. Boah, echt der Hammer, ey. Also so ein Riesenstau, also keine Ahnung. Das sind bestimmt schon 15 Kilometer locker. Ich höre keinen Verkehrsfunk, wegen dem weiß ich es jetzt nicht genau, aber ich schätze es mal so, ja, hier steht wirklich alles. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, dass bei Horb der Verkehr ausgeleitet wird, ne? Von der Autobahn runter. Ist auch bitter nötig. So, ich bin am ÜVT mit Außenzugang, sehr angenehm. Bin jetzt auf dem Kundenport. Ein Kunde bemängelt bei einem ISDN-Anlagenanschluss keine Telefonie. Und ja, so kann es auch nicht gehen. Speisespannung da, aber keine Schicht. Und deshalb werde ich jetzt mal diese Baugruppe hier tauschen. Da ist nämlich der Kunde drauf, ne? Also. Ja, das ist die alte Karte und die neue ist jetzt drin und braucht einen Moment zum Booten. Und da bin ich mal gespannt, ob der Anschluss wieder läuft. Yeah, Checkpot. Also, beide Schichten sind da. Die brauche ich zum Telefonieren. Es war nur ein Testcall und dann müsste es eigentlich gewesen sein. Hoffe ich doch. Ja, ich bin jetzt schon wieder am Schlüsseltresor. Habe gerade Schlüssel weggebracht, weil ich jetzt so ewig mit dem First Level am Telefon war. Ich sag zu der Dame noch, ja, ich habe Baugruppe getauscht, habe Testcalls gemacht. Alles in Ordnung. Ja, und dann kommt sie wieder und fragt mich, haben Sie die Karte getauscht? Ich sage, ja. Dann kommt ein paar Sekunden später wieder, ja, haben Sie Testcalls gemacht? Ich sage, ja. Und dann ging es nochmal ewig, weil die irgendwie Probleme hat mit ihren Systemen. Ja, ich dachte zwischendurch mal, ich rede irgendwie undeutlich oder so oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt ist alles erledigt und ich fahre jetzt Richtung Heimat, Schnauze voll. Heute Abend, denkt dran, Twitch, wenn ihr Bock habt, an alle Experten und Anwender. Und natürlich für alle Techno-Begeisterten von 21 bis 23 Uhr. Und ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende und bis dahin. Ciao.